Ein wunderschön und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ja, elanvoll starten wir hier wieder voll durch. Oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Ja. Elanvolle Ansage und dann gerät das ins Stocken. Ach, verdammt. Naja, ist nicht so schlimm. So, was wollten wir diese Folge machen? Die Nacht steht langsam vor der Tür. Ich habe in der letzten Folge schon ein bisschen Holz gesammelt. Das werde ich jetzt nochmal ein bisschen mehr machen. Weil, und jetzt kommt es, ich zusehen möchte, möglichst schnell aus dieser verlausten Drecksbude da rauszukommen. Die nervt mich nämlich. Ich will mir so einen hübschen Platz an der Sonne suchen. Und mal sehen, wo. Ich hatte mir in einer Folge mal als Ziel gesetzt, hier in diesem Bereich, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Maus seht, so nordöstlich von meiner momentanen Schlafposition aus ist so eine hübsche Wiese. Und wer sie noch kennt, da ist damals meine Burg entstanden, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ne, Quatsch, meine Burg war weiter oben. Da, wo die Schule jetzt ist. Und ich würde mich gerne darunter ansiedeln. Bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht sicher, weil ich habe da das Problem, dass da drei Biome sind, die aufeinandertreffen. Das ist so an und für sich jetzt nicht das große Problem. Was mich daran stört, sind die Horden, die da auftauchen können. Oder was heißt können? Werden. Und sie werden definitiv kommen. Und da ich keine Lust habe, ehrlich gesagt, alle zwei Folgen spätestens mein komplettes Haus neu aufzubauen, weil die mir da alles kaputt ledern. Mal schauen. Die will ich ja mal gar nicht. Was soll ich denn mit roten Blumen? Da habe ich später noch genügend von. Ja, eventuell schaffe ich es diese Folge sogar noch, eine Mine anzulegen. Das muss ich mal gucken. Wird aber eher unwahrscheinlich sein, weil ich dafür... Obwohl... Ich kann ja mal hier hochlaufen und mal kicken. Bin ich denn da? So, das Wasser kommt damit hin. Dann laufe ich nämlich mal ins Nachbarbiom und sammle noch ein bisschen für einen Tee. Brauche ich nicht den Kram. Weil der Tee ist nämlich wichtig für die Mine. Eventuell kriege ich das dann so schon noch hin. Ich glaube nicht wirklich dran, also stellt euch bitte nicht so ganz drauf ein, dass ich eine Mine diese Folge hinkriege. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja nachher mal komplett mutig und suizidgefährdet und laufe mitten in der Nacht da runter und grab eine Runde. Kann ja alles passieren. Je nach Lust und Laune. Beziehungsweise, was heißt je nach Lust und Laune? Das kommt jetzt drauf an, wie schnell ich hier mit den Sammeln vorankomme. Ich brauche gar nicht so viel. Aber ich muss ja zu Hause den Tee noch abkochen. Beziehungsweise das Wasser ja abkochen. Und aus diesem Wasser dann auch noch den Tee herstellen. Es gibt eine Sache, die ich wirklich immens überhaupt nicht leiden kann, und das ist hier ohne Stamina irgendwo irgendwas ausheben. Gerade dann, wenn ich eine Aufnahme mache, weil dann sitze ich hier wieder und ihr dürft mir quasi dabei zugucken, wie ich ja eigentlich nicht wirklich was machen kann, weil ich dann immer zwischendrin meine Stamina aufladen muss. Ne?
So. Wo kommst denn du her? Der ist aber gerade eben erst aufgetaucht, oder? Habe ich den nicht gesehen? Schöne Nummer. So, was sagt denn? Mal kurz ein bisschen ordnen. So. Sollte ich es nicht schaffen, diese Folge eine Mine auszuheben, weil ich dann sage, okay, lassen wir den erstmal. Werde ich die Folge dafür nutzen, um schon mal Material vorzuproduzieren. Weil der Umzug, wenn ich denn ein neues Häusle habe, also ein eigenes Haus, da wird der Umzug dann ja auch wieder so schön, weil ich ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr Material angesammelt habe. Sei es die Waffen oder noch die ganzen anderen Materialgeschichten da oben. Und das muss ich ja irgendwie von der alten Behausung in die neue bringen. Also kann es gut und gerne sein, das werde ich aber dann sehen. Wenn das Haus dann steht, und soweit alles vorbereitet ist, werde ich mir wohl mal die Zeit nehmen und mal hin und her laufen. Ich werde das Ganze auch mit aufnehmen. Und je nachdem, wie interessant das ist, werde ich das entweder veröffentlichen oder wenn da wirklich gar nichts passiert und das nur diese stumpfe Hin- und Hergelaufe ist, werde ich mir überlegen, dass ich das mal außen vor lasse. Weil wir sind hier ja nicht beim Nordic Walking Simulator, sondern bei Seven Days to Die, ne? Habe ich mir sagen lassen. Ja, wir sind immer noch in der letzten Aufnahmesession. Ich produziere am Stück davor. Boah, Schweinchen. Ach, komm her. Hallo? Hallo? Geht's dir knusper oder was? Also entweder sind das Spielzeugpistolen, die die Amis hier nutzen. Ich weiß ja nicht, was die Fun-Pimps so in den schönen waffenverseuchten Texas sich als Vorbild da genommen haben. Aber ich meine, durch meine Bundeswehrzeit, da war 9mm auch vertreten. Die hat doch ein bisschen Bums gehabt, also. Naja, gut, man darf auch nicht vergessen, es gibt noch keine reelle Story. Also, es gibt eine Geschichte zu der ganzen Seven Days to Die Geschichte hier. Geschichte zu der ganzen Seven Days to Die Geschichte. Ja, genau. Das ist aber noch mehr Unfug. Jedenfalls ist es ja so, dass diese ganze Welt hier so entstanden sein soll von Dritter Krieg, also hier Dritter Weltkrieg und irgendwie atomar verseucht, daher auch die Zombies. Wer weiß, was diese atomare Verseuchung auch mit den Schweinchen hier gemacht haben, aber die sehen mir eigentlich noch recht vernünftig aus. Da kommt ja jetzt schon der nächste Zwiespalt. Atomar verseuchte Gegend, wie man ja auch schön hier am Rand mit der radioaktiven Erde sehen kann. Also das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Aber dann soll ich die Tiere hier essen? Ich weiß nicht. Ich selber wohne ja in der Nähe von Brockdorf, wen das was sagt. Da steht so ein hübsches Atomkraftwerk, beziehungsweise Brunsbüttel, so in dem Eck. Also habe ich mir sogar außerhalb dieses Spiels ja eine, ja, Atomkraftgegner würden jetzt sagen, ja, eine gefährliche Wohnsituation ausgesucht.
Das ist gar nicht übertrieben, weil das habe ich auch schon zu hören bekommen. Warum ich denn so doof bin und in eine Gegend ziehe, die ja schon atomar verseucht ist. Also hier sollen ja schon überall radioaktive Strahlen sein. Naja, lassen wir die Leute. Mich stört's nicht. Ich bin halt ein Strahlemann. Gut, das da und so und nö. Jetzt wollen wir mal ein bisschen. Oh. Das hat sich aber gelohnt mit dem bisschen Erde. Also aus 64 Crushed Sand kamen 85 Gläser raus. Das ist schon ein ganzes Stück. Aber jetzt bin ich mal gerade gespannt, weil das habe ich noch nicht ausprobiert, ob man die jetzt im Campfire ja auch übereinander stacken kann. Weil das Campfire geht ja sowieso reihum beim Abkochen. Mal gucken. Tatsache. Boah, ist das genial. Danke, Funpimps. Jetzt kann ich auch gleich mal gucken, wie weit das stackbar ist. Oh. Gnadenlos. Dauert zwar fast eine halbe Stunde, was natürlich blöd ist, weil ich kein Wasser mehr habe, aber naja. Schwund ist überall. Was mache ich denn jetzt? Ich mache noch ein Campfire. Wohin? Ist zwar nicht so ganz ordentlich. Sieh mal einer, guck. Schön, aber selten. So, ein bisschen Inventar aufräumen. Alles, was ich nicht brauche, fliegt erstmal. Das mache ich zu Leder. Ich werde mich jetzt hier in eine schöne Zwickmühle begeben. Weil ich werde mir Rüstung machen. Da ich aber dann gleich dementsprechend. Mache ich das jetzt? Nee, mache ich eben nicht. Weil das Eisen, was ich momentan hier habe, ich könnte zwar noch ein bisschen einschmelzen, aber das ist ja jetzt nicht so viel. Schade, das ist nicht stackbar. Und da das Ganze ja nicht so viel ist, mal kurz sortieren. Die fliegt jetzt endgültig raus. Ich habe in einigen Kommentaren jetzt nicht unbedingt bei mir, aber zum Beispiel auch bei Minias gelesen gehabt, dass man die Steinaxt auch mit zwei kleinen Steinen reparieren kann. Das ist zwar eine ganz, ganz tolle Sache, aber ich empfinde es als verhältnismäßig schlecht. Weil ich brauche zwei Steine, um die zu reparieren. Stöcke habe ich sowieso in Massen. Ich meine, die Kosten dafür sind jetzt sowieso läppisch, würde ich sagen. Aber ich sehe es einfacher an, da einfach mal eben kurz noch einen Grasbüschel zu holen und einen neuen scharfen Stein zu machen.
als jetzt hier mit den großen Reparieren anzufangen. Finde ich persönlich Blödsinn. Ach, Kinders. Bevor ich das hier ja vergesse. So. Die kommt dann auch nochmal mit. Und hier habe ich ja noch Gläser. Was machen wir, was machen wir? Ja. Ich werde fortproduzieren. Wird eine langweilige Nacht. Wir haben jetzt, wie viel haben wir denn jetzt? Knapp 16 Minuten auf der Uhr. Gut, dann mache ich ein bisschen Smalltalk. Ne? Weil es ist ja momentan sowieso nichts. Also ich werde das ganze Holz hier umwandeln und schon mal Wooden Frames bauen und hast du nicht gesehen. Dementsprechend gibt es dann am Zielort später erstmal nur eine Holzhütte. Betonung liegt auf erstmal. Das wird sich dann auch noch ändern. Gut, machen wir ein bisschen Smalltalk. Worüber talk ich denn mal? Ja, das war's auch schon. Deswegen auch der Begriff Smalltalk. Nein. Mir wird schon irgendwas einfallen. So hier in der Ödnis von Nevis Gain. Ich muss ein bisschen gerade jetzt mal meine nicht vorhandenen Essenreserven anknacken. Okay, der Typ ist eindeutig kein Texaner. Weil die Texaner, die ich kenne, die können auf Chili eigentlich, ja, die können das den ganzen Tag fressen. Ich könnte es auch nicht unbedingt, weil dann wird das bei mir genauso klingen wie hier im Spiel. Aber die paar Texaner, die ich kenne, na, die futtern das echt durchgehend. Das ist bei denen irgendwie Grundnahrungsmittel, so. Bohnen und so ein Gedöns. Ja. Schön. Mir ist mal was aufgefallen. Jedes Mal hier oben auf dem Dach, da müsst ihr mal die alten Videos von mir insgesamt gucken. Gerade so zum Abschluss einer Folge kann ich einfach nicht ruhig stehen bleiben. Dann mache ich nämlich dasselbe wie jetzt auch. Dann hopse ich hier auf dem Dach irgendwie rum und laufe dahin und hierhin. Das ist ein hübscher Indikator. Guck mal, der Goro, der läuft wieder Kreise, der weiß wieder nicht weiter. Boah. Und dann passiert nämlich sowas wieder. Dann guckt er in der Kiste. Und ich schmelze jetzt die Iron Fragments ein. Das ist nicht viel, aber ich habe die noch nie selber so eingeschmolzen. Mal gucken, wie viel. Ernsthaft? Das ist alles? Aus 4 Iron Fragments ist nicht mal ein halber Barren entstanden. Wie lange soll ich denn... Oh, nö. Wie viele Steine soll ich denn da wegkloppen von den Ressourcensteinen? Gerade jetzt am Anfang. Das ist doch... Ne, ich weiß nicht. Hey, warum guckst du nicht weiter? Warum guckst du nicht weiter? Ja, ja. Schwierig. Tür zu. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, weil ich nicht mal nämlich auch mit die baue ich gleich nach, das da. Die Erde brauche ich eigentlich noch nicht.
Die werden sowieso gleich aufgebraucht. Ach. Es ist halt jetzt wirklich blöd. Dadurch, dass ich das alles umwandle und Vorbereitung treffe. Ich mache das jetzt auch bewusst während der Aufnahme. Auch wenn es total öde und langweilig ist, aber ich mir gut denken kann, wenn ich das jetzt außerhalb machen würde, gibt es wieder irgendwelche Leute, die sagen, oh nee, hätte ich ja gern gesehen und so. Und die andere Hälfte wird davor stehen und sagen, oh, ist das öde. Also wird dieses Video auch wahrscheinlich die meisten Daumen runter bekommen. Daumen runter, das ist doch ein Stichwort. Ich habe ja von Anfang an zu euch gesagt, wenn euch was nicht gefällt, gebt mir einen Daumen runter, das soll mich nicht stören. Aber seid dann bitte so fair und schreibt einen kurzen Kommentar, was euch denn nicht gefallen hat. Idealerweise ein bisschen konstruktiv, also ein einfacher Kommentar wie du bist scheiße, finde ich nicht sehr inspirierend für neuere Folgen, weil daran kann ich nicht ändern. Ich bin nun mal scheiße, dann für euch. Nee, aber was mir aufgefallen ist, ich habe, wie eigentlich jeder, der bei YouTube ist, eine Übersicht über den Kanal, die sogenannten Analytics. Da sehe ich unter anderem auch, wer mir positive und negative Bewertungen gegeben hat. Also jetzt nicht, dass das Benutzer so und so hat mich positiv gewertet, das sehe ich natürlich nicht. Aber ich kann zum Beispiel erkennen, aus welchem Land die Leute kommen. Also wo der Zugriff erfolgt ist. Natürlich weiß auch ich, dass man per Root-Server von jedem x-beliebigen Land aus irgendwie wo drauf zugreifen kann. Deswegen ist diese Statistik auch nicht wirklich aussagekräftig für mich. Allerdings finde ich es interessant, dass ich zwei Leute aus Amerika habe, die mir einen Daumen hoch gegeben haben. Russland und Ukraine hingegen haben mir einen Daumen runter gegeben. Warum auch immer. Musste ich nur ein bisschen schmunzeln, als ich diese Statistik gesehen habe. Es war nur eine Gesamtübersicht, weiß ich auch. Aber es ist doch mal nice to know. Gut, sei es drum. Ich werde, wenn diese Aufnahme jetzt gleich vorbei ist, weil wir sind schon bei 22,5 Minuten, werde ich danach, um die Nacht ein bisschen abzukürzen, damit wir dann in der nächsten Folge wieder voll durchstarten können, werde ich schon mal das Vorproduzieren anfangen. Das heißt, wenn die Nacht jetzt gleich um, ach, lass mich lügen, ja, wenn das hier fertig ist. Na, sagen wir mal 0 Uhr. Wenn also quasi Tag 3 anbricht. Da wird denn die Aufnahme wohl soweit zu Ende sein, plus minus 10 Minuten. Und ich werde dann halt schon mal vorproduzieren. Ja, deswegen mache ich jetzt auch schon mal den Abspann. Ja, liebe Leute, wenn es euch... Nein, das wirkt zu gekünstelt. Ihr kennt das ja schon von mir. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und einen netten Kommentar, da freue ich mich immer drüber, weil ich lese sehr gerne eure Kommentare. Auch wenn ich vieles davon dann wieder vergesse, weil ich mir immer noch nicht angewöhnt habe, das Ganze aufzuschreiben. Aber trotzdem lese ich sie. Ich antworte auch, soweit ich das schaffe. Wenn also gut und gerne ihr eine Frage habt und das dauert ein bisschen mit der Antwort, dann nicht böse sein. Aber ich muss halt gerade tagsüber immer gucken, wie ich das denn schaffe. Ne? Also, ihr wisst Bescheid. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und einen netten Kommentar. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen nach unten, kann ich gut mit leben, aber lasst mir eine konstruktive Kritik da, was euch denn nicht gefallen hat, weil nur so kann ich mein Material verbessern und kann es auch für euch wesentlich anspruchsvoller machen. Naja, anspruchsvoll nicht, aber dass es euch mehr gefällt. Also denn, ich freue mich schon drauf, euch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu haben, wenn wir dann endlich anfangen, uns ein hübsches kleines Eigenheim irgendwo hinzuzimmern. Also denn, macht's gut und auf Wiedersehen.